Hallo zu einer weiteren Folge TouchTalk. Diese Woche zeige ich euch das Touchlet X2 von Pearl. Ist um 169,90 bei Ihnen zu bestellen auf der Homepage. Ist 7 Zoll Tablet, an und für sich recht nett. 209 mm, also 20 cm mal 11,4 cm mal 16 cm. Das Gerät hat eine Front-Facing-Kamera, die Standard-Tasten von Android. Hat dann nachher noch Kopfhöreranschlüsse, was noch fürs Ladegerät ein Anschluss, USB-Anschluss, Laut- und Leise-Tasten. Also wie man sich es normal vorstellt von so einem Gerät. Es ist ein Kunststoffgerät mit einem Plastikdisplay, leider kein Glasdisplay, aber zu dem Preis hätte ich mir das jetzt auch nicht erwartet. Ich würde sagen, wir schauen nochmal da kurz rein in das Gerät. Also Standard Android ist drauf, Froyo, können wir jetzt gleich mal anschauen, was für eine Version genau das ist bei diesem Gerät. Und zwar, also wenn es da ein bisschen schwerer geht, zeitweise, man muss jetzt dazu sagen, das ist ein resistives Display, leider kein kapazitatives, was bedeutet, so mit dem Finger ist ein bisschen schwierig, man muss da schon mit dem Nagel ein bisschen mitkratzen, da funktioniert es besser. 2.2.1 ist installiert von Android. Und ich habe jetzt keine Möglichkeit zum Beispiel gefunden, wie man das updaten könnte. Ist jetzt kein Updater vorhanden in dem Dings drinnen. Die Displayauflösung ist 840x480, hat 54 Mbit Wi-Fi eingebaut, ist kein 3G-Gerät. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal kurz an, was da alles so installiert ist, beziehungsweise wir werden jetzt mal den Browser testen als erstes. Jetzt schauen wir mal, dass wir mal auf unsere Seite kommen. Suchen mal nach TouchTalk, oh, verschrieben. TouchTalk, so. Und da sind wir schon, war ich vorher schon kurz drauf. Genau, da sehen wir jetzt den Browser. Gehen wir mal auf TouchTalk. An und für sich recht schnell und akzeptabel. Versuchen wir mal, um den mobilen Theme auszuschalten, dass ihr seht, wie die Seite in normal ausschaut. Und da bin ich bei meinen Tests schon auf das erste Problem gestoßen, weil irgendwie funktioniert das bei unserer Seite nicht. Keine Ahnung, ob das an der Seite liegt. Ah, jetzt, heute funktioniert es. Vorher ist es nicht, hat es nicht funktioniert. Sehr schön. Das ist mir natürlich so lieber. Aktueller Artikel. Flash ist vorinstalliert bei diesem Gerät. Das heißt, man kann sich jetzt da zum Beispiel schon das YouTube-Video anzeigen lassen. Okay, oder auch nicht. Sehr schade, probieren wir es noch einmal. Was beim zweiten Mal mag. Nö, dieses YouTube-Video kann nicht wiedergegeben werden. Okay. Also, das schaut doch mal so aus. Dann probieren wir mal da links zu folgen, wie man da unsere Liste verlinkt. Und möchte euch zeigen, wie das ausschaut. Das ist jetzt Google Docs zum Beispiel. Schaut so aus auf dem Gerät. Also wirklich eigentlich okay. Passt. Gibt's nichts zum Bemängeln. Es funktioniert an und für sich einwandfrei. Dann, was habe ich noch für euch vorbereitet? Genau, es hat einen Micro-SD-Karten-Slot. Da habe ich euch jetzt einmal was raufgespielt, dass wir euch uns mal anschauen können, wie das mit Fotos und so ausschaut. Ups, falsch. Gibt es einen eigenen Dateimanager dazu. Und SD-Speicherkarte. Da sieht man jetzt ein paar Spotlight-Files und Android selber legt auch noch Ordner an auf der Karte. Android seht ihr im Lost Dir, also Sachen. Und ich würde sagen, probieren wir erst einmal MP3 abzuspielen. Öffnet sich der Player. Das kann mit Metadaten. Funktioniert. Gehen wir mal zurück. Dann schauen wir uns, habe ich noch ein paar Videos für euch vorbereitet. Und zwar, da habe ich jetzt mehrere zur Auswahl. An und für sich einmal das Standard 360 Pixel breite Video
ist das, was wir normal im Podcast drinnen haben. Das mag er nicht wirklich abspielen. Hallo zu einer weiteren Folge Touch Talk. Heute habe ich den Ojo für euch was? Im Test, einen E-Book-Reader von Thalia. Okay, dieses wollte er abspielen. Raus. Was er nicht abspielen wollte, ist die 720er-Version. Wobei, ja, da kommt dann nichts daher. Dann habe ich ihn euch noch raufgegeben zum Testen AVI in der niedrigen Auflösung. Das funktionierte auch recht gut. Auch kein Problem. Ist relativ niedrig komprimiert, darum ist das Bild jetzt ein bisschen. Und dann noch in der 720er-Variante. AVI. Da schaut es dann wieder ein bisschen schlechter aus. Also in höherer Auflösung, da ist er dann nicht wirklich begeistert. Also mit normalen Auflösungen kommt das Gerät und der Player zurecht, höhere Auflösungen mag er nicht. Dann habe ich noch ein paar Fotos für euch. Können wir uns auch anschauen, wie das ausschaut. Gehen wir mal zur WWDC. Schupp. Okay, das ist mir so nicht aufgefallen, dass jetzt im Hintergrund da das so komisch drinnen ist. Interessant. Bleibt es auch? Ja, es bleibt auch. Witzig. Also ich habe jetzt ja keine Möglichkeit gefunden, von Foto zu Foto zum Schalten. Und es gibt auch kein Pinch and Zoom, solche Sachen. Also es ist kein Multitouch-Display in dem Fall. Das Gerät an und für sich reagiert recht schnell auf gewisse Sachen. Gut, da gibt es jetzt nicht viel zum Reagieren. Funktioniert recht gut. Auch die Display-Qualität ist eigentlich akzeptabel. Also in die Richtung verliert es recht schnell. Aber jetzt grundsätzlich, das Ding kostet 169 Euro. Also da ist jetzt nicht wirklich viel kaputt. Interessant ist, es sind UMDS-Einstellungen drauf. Was nicht bedeutet, dass es UMDS eingebaut hat, also es ist kein 3G eingebaut, aber es gibt irgendeinen externen Adapter, habe ich gelesen, auf der Pearl-Seite wird es beschrieben. Im Prinzip zum Preis von 169 Euro, auf den ersten Blick ganz okay, auf den zweiten Blick muss ich sagen, okay, das, was mir jetzt nicht so gefallen hat, der Akku soll heben um die 2 Tage. Das Problem ist, das Gerät wird hier hinten immer, das ist so schön so Android einlassen, das bleibt hier immer warm. Also auch wenn es im Standby-Betrieb ist, wird hier Energie verbraucht und das relativ viel. Also das finde ich irgendwie total schade, weil das muss eigentlich nicht sein. Was auch schade ist, es ist kein Marketplace installiert, sondern nur das App Center von Pearl und dieses ist nur im Hochformat zugänglich. Das funktioniert im Querformat leider. Ja, doch, jetzt mag es. Okay. Da kann man sich dann Apps runterladen und so. Aber es ist halt im Prinzip nur eingeschränkt im Vergleich zum Marketplace. Und das finde ich halt immer etwas schade. Es kommen immer mehr Apps dazu, aber okay. Jetzt installieren wir mal da eine App. Gefällt mir besser als auf dem Toshiba, was wir damals gehabt haben, weil das Toshiba hat es im Vordergrund installiert. Da kann man schon sehen, wurde erfolgreich, wie ihr seht, erfolgreich installiert. NTV-App. Schaut dann so aus. Also, funktioniert. Ja, also ich glaube mal, um 169 Euro ist das wirklich ein guter Start in die Android-Welt. Gibt es nicht viel zu bemakeln. Es hat halt ein paar Probleme, was jetzt auch nicht wirklich gut ist. Können wir auch noch zeigen. Und zwar, dass jetzt hier wieder mal das Setup hier aufgebaut ist. Genau. Schwupp. Das ist die eingebaute Kamera, die ist schon extrem grindig, wie man da bei uns so schön sagt, also qualitativ nicht wirklich der Hit. Schaut wirklich mies aus, also ich hoffe, es seht ihr nicht nur
da jetzt, da kann man dann Sachen aufnehmen. Mit Geräuschen hinterlegt, also wunderbar. Ja, also im Großen und Ganzen, wie gesagt, es tut 169 Euro, guter Einstieg für zwischendurch irgendwelche Videos anschauen und so, okay. Ja, gibt es eigentlich nicht viel mehr dazu zu sagen. Also, schaut es euch mal an, schauen wir vielleicht, so kann man das jetzt schön, die Bilder durchschauen. Also auch zum Bilder herzeigen, gell, das Display, genau, wie wir die C-Fotos. Also akzeptabel, aber und für den Preis absolut okay. Aber super ist es natürlich nicht. Klar, kann man jetzt auch nicht mit einem 500-Euro-Gerät oder sowas in einen Topf schmeißen. Aber es funktioniert recht gut. Also, ich hoffe, euch hat das kleine Review gefallen. Diesmal mit ein paar Praxistests, was jetzt so Videos abspielen und so betrifft. Und ja, viel Spaß, bis zum nächsten Mal und macht's es gut. Ciao.